5,5 Monate, vom Spatenstich bis zum letzten Pinselstrich. Im neuen Hortgebäude der Pirnaer Schlaufhüchse stecken Rekordleistungen. Zur feierlichen Eröffnung fiel vor allem bei den Nutzern die letzte Anspannung. Es ist sehr, sehr stressig gewesen. Also wir sind wirklich am Limit gewesen, die Erzieherinnen und Mitarbeiterinnen und Eltern, die uns hier unterstützt haben. Aber wir haben es geschafft. Also wir haben noch bis Sonnabendabend hier gearbeitet. Und jetzt konnten wir es heute einziehen und sind natürlich überglücklich. Also die Freude überwiegt über die Arbeit, die wir geleistet haben. Hort und Schulkinder waren sich unter klaustrophobischen Bedingungen in der Diesterwegschule gegenseitig auf die Füße getreten. Im Februar kam der erlösende Stadtratsbeschluss pro Neubau. Im Mai stand der Rohbau, im Juni wurde Richtfest gefeiert. Nun sind sie fix und fertig. Räume fürs Ruhen, zum Basteln, Nähen, für Gymnastik. Ganz nah am Puls der Zeit läuft das Wohnkonzept für die 186 Kinder. Bei den Kindern ist es ganz toll, die sind ganz aufgeregt. Wir haben schon mehrere Führungen durchs Haus gemacht, sind ganz neugierig, was denn jetzt alles geboten wird, welche Räumlichkeiten. Zeitdruck von Anfang an. Die Baufirma Goldbeck aus dem vogtländischen Treuen setzte sich mit ihrem Entwurf in dieser Frage gegen die Konkurrenz durch. Platznot an der Diesterwegschule, endlich ein Problem von gestern. Ja, das ist ja der ganze Hintergrund, warum die Diesterweg-Grundschule eigentlich aus allen Nähten geplatzt ist und es eine Doppelnutzung gab, sodass der Hort und die Schulräume in gleichen Räumen war. Und das war ja der Auslöser, warum dann die Elterninitiative Schlaufüchse e.V. auf die Stadt zugegangen ist und gesagt hat, wir müssen an diesem Zustand was ändern. Und das haben wir halt hiermit getan. Planerischem Mut, Präzision und der vielgerühmten konstruktiven Kommunikation zwischen den Akteuren ist der Erfolg des Mammutprojektes zu verdanken. Als allererstes muss man nennen die Stadträte, die das Ganze beschlossen haben, die Stadtverwaltung, die das dann eingeleitet hat und dann ganz zentral natürlich dem Unternehmen Goldbeck, die als Generalunternehmen alle Gewerke miteinander kombiniert haben und natürlich auch als Eigenlobenstück vor allen Dingen meinen beiden Bauingenieuren, dem Herrn Schädlich und dem Herrn Nolte, die hier die ganze Bauleitung übernommen haben. 750 Quadratmeter Kinderglück. Noch sieht es an einigen Plätzen nach Umzug aus. Am Spielplatz wird noch gebastelt. In ihrem Bau fühlen sich die Schlaufüchse aber trotzdem schon wie zu Hause.